Solche Sachen darf ich denn. Ich bin Herr Rütze, 71 Jahre alt. Ich habe eine Familie gehabt mit einem netten Ehemann und sieben netten Kindern. Und dann passiert es, dass ich im Urlaub eine Urlaubsbekanntschaft gemacht habe. Und plötzlich hat mein ganzes Leben nicht mehr gestimmt. Und ich hatte einen sehr freundlichen, klugen Ehemann. Und als der merkte, dass ich anfing, unruhig zu werden, hat er mich auf eine ganz bewundernswerte Weise unterstützt. Ich habe angefangen, über Annoncen Männer kennenzulernen. Und wenn man sieht, wie viel sexuelle Missstände das gibt, dann merkt man, wie viel soziale Not es gibt. Und dann habe ich das merkwürdige Talent, ich kann meine Freuden und meine Leiden in Sprache umsetzen. Und durch Gedichte bin ich 1973 das erste Mal ins Fernsehen gekommen. Da musste ich 4 Stunden Fragen beantworten zum Thema Hausfrau sucht Kontakte. Daraufhin ist mein Ehemann vorzeitig pensioniert worden. Mein Prokurist der Deutschen Bank muss seine Gattin bei Zeiten zur Ruhe bringen, sich von ihr trennen oder sie in einer anderen Stadt abliefern. Und dann bin ich 1974 von meiner Familie fortgegangen. Da war meine jüngste Tochter 16 Jahre. Mein Mann hatte inzwischen eine nette Freundin. Ich hatte also nicht das Gefühl, dass ich da wen vernachlässige. Und dann bin ich zuerst, habe ich als Putzfrau gearbeitet und bin im Kabarett aufgetreten und bin dann durch Zufall an die Kommune von Otto Mühl in Österreich gekommen und habe dann selber eine Wohngemeinschaft gehabt mit freier Sexualität und Gemeinschaft damit eingetreten. Und dann will ich ich kann das nicht so ausführlich erzählen, weil das ja nur eine kurze Einführung ist. Und jedenfalls bin ich 1978 von Hamburg nach Berlin gekommen und habe merkwürdigerweise viel Öffentlichkeit bekommen. Und zwar gibt es einen Film Rote Liebe, hat Rosa von Braunheim mal ein Interview mit mir in einen Spielfilm geschnitten und der ist 1982 bei der Berlinale uraufgeführt worden. Das ist inzwischen sein bestgehendster Film, der war in fast allen Goethe-Instituten. Also merkwürdigerweise sprechen die Leute mich an und haben ihn in Rio de Janeiro oder in Stockholm oder in New York gesehen. Und dann habe ich mich 1982, war ich das zweite Mal der Skandal des Jahres im Fernsehen, da musste ich, mich, habe ich mich nackt ausgezogen. Da war das Thema, die neuen nackten neue Einrichten. Ich sage auch mit dem Schirm, mein Körper ist meine Kirche. Und dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt, so gesellschaftlich öffentlich zu sein, weil ich mir so als Kasper vorkam, so vorgeführt. Und da habe ich angefangen, seit 1983 mich an die Gedächtniskirche zu stellen. Und die Leute fragen, warum ich das mache. Und dann sage ich, ich weiß nicht, wie ich leben soll. Praktisch schreie ich Hilfe. Und mein Anliegen ist, wer nimmt das Leiden der Kinder wahr, wer nimmt die Sexualität der Heranwachsenden, die der Frauen über 30 wahr. Und das ist so im Moment eigentlich mein Standpunkt. Ich habe ein Programm zusammengestellt und zwar der erste Teil ist die Hauptüberschrift Patriarchat. Die Ansammlung der neurotischen Kleinfamilien ist eine infantile Selbstmordgesellschaft. Und dazu habe ich mir ein paar Gedichte rausgesucht und fange jetzt einfach mal an. Texte. Das erste Gedicht heißt, als meine Mutter ein Baby bekam, da hat sie ein schlaues Buch. Und sie hat mich so nach Gebrauchsanweisung erzogen. Papieren, welch ein Fluch. Ich will da noch eine Einführung zu machen. Das erste Baby, was ich je in meinem Leben in der Hand hatte, war mein erstes Baby. Autos, da muss man einen Führerschein machen. Ich weiß nicht, was die Männer sich dabei denken, dass sie annehmen, Mutter sein, das kann man. Also mir haben sie kürzlich gesagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Ich sage, ich habe 7 Kinder, dann hieß es, das wäre Hobby. Ach so, sage ich, 7 Kinder, wo ist sie das Hobby? Das ist eine unheimliche Missachtung. Und dieses Gedicht habe ich eben aus Anlass geschrieben,
war, als ich darüber nachgedacht habe, wie der Beginn meines Lebens war. Drei Gesetze standen an oberster Stelle: Ruhe, Ordnung und Sauberkeit. Da stand nichts, es ist kaum zu glauben, von Liebe und Freude und Herzlichkeit. Parieren musste ich wie ein kleiner Hund. Kusch, friss und halte dich reine. Und immer stand sie wie ein Wärter bereit. Und nichts konnte ich als Kind alleine. Und konnte ich als Kind nichts tun, wie sollte ich es später? Ich bin geblieben, wie sie mich zog. Ein anständiger, kläffender. So, das war die Einführung. Und das zweite Gedicht, das heißt, was wir Kinderheime nennen. Und zwar hat mir da meine Kindergärtnerin erzählt, sie wäre fristlos entlassen worden, weil sie 14-jährigen Jungs vorm Einschlafen im Vollheim einen Kuss gegeben hat. Und das habe ich mal aufgeschrieben. Tante Inge, dieses Schwein, ging abends in die Räume rein. Das Schwein ist eine Riesensau und küsst die Knabenschweinesau. Der Staat stellt extra Tanten ein, die diese Knaben keusch betreuen. Sie kriegen Geld für Ordnung, Zucht und Hinnen und wieder eine Woche der Prügel auf den Hintern blau. Das scheint nur fürchterlich und rau. Die Knaben, diese schlimmen Bengel, die ihre Schwänze, Piss und Schwengel bewegen, die bewegen sich und werden zu schnell liederlich. Drum gibt es strenges Musterblatt, wie man hier vorzugehen hat. Und Inge weckt des Fühlens Lust, als sie die Knaben nächtlich küsste, dies Rühren durch verrohte Seelen, die sich nun so mit Tränen quälen. Als das die Vorgesetzten hörten, da retteten sie die Betörten und Inge flog. Der Staat hat recht, denn Liebe macht die Sklaven schlecht, für fragenloses Kuschenrennen und hirnlos Schuften, Fressen, Pennen. Gerettet eine Sklavenfracht, weil man das Weib hat fortgebracht. Tabu, das Küssen, Ficken, Schwanz, der Staat liebt hirnlos. Oder fleischlos, Mummenschanz. Dann kommt eine Geschichte. Ach so, jetzt habe ich so geschrieben Männeransichten. Und da habe ich 1, 2, 3, 4, 6 Gedichte. Das eine ist Gesundheitsamt, das zweite ist Briefkastenonkel, das dritte ist die Priester, zu schützen ist das ungeborene Leben, das dritte Richter, das nächste ist Spießers Fickgesang und das letzte heißt, wann vögelt der Vogel. Also mit der ist kein Staat zu machen. Wir sind vom Gesundheitsamt und wollen sie untersuchen. Wir haben Recht auf unserer Seite, da hilft kein Streit und Fluchen. Also da ist nämlich, habe ich, Prozesse führen müssen, ich würde die Jugendsittlich gefährden. Und da musste ich 320 Mark Ordnungsstrafe bezahlen, habe ich einen Einspruch erhoben und da musste ich mich beim Gesundheitsamt auf meinen Geisteszustand untersuchen lassen. Und daraufhin ist dieses Gedicht geschrieben. Wir fragen Sie mit Festigkeit, können einen Prozess Sie führen oder sind Sie schon so sehr verwirrt, Unzurechnungsfähigkeitsallüren? Der Staat, der steht für Rang und Stand, für Lebensweise Würde, Ordnung, Pracht und Herrlichkeit, das ist eine schwere Bürde. Wir haben alles aufgeteilt: Polizei, Gesundheitsorganisationen, die bestimmen den Gefühlebrei. Die Ordnung muss sich lohnen. Der Mann gilt hier in diesem Staat als Ordner, Herrscher, Rächer. Die Weiber und das Kindervolk gefercht in ihre Gemächer. Ein jedermann ein kleiner King, die seinen seine Glieder, und so von unten bis zum Kohl findet sich die Rechnung wieder. Die Weiber hier in diesem Staat sind Sachen zu verfügen und nur so hin und wieder eins darf eigene Stimmung kriegen. Aber nur von Herrschaft kontrolliert, genau im Stand der Mannen, so steht Regierung tot steril, wie in manchem Wald die Tannen. Und hüpft ihnen eine so wie ich aus ihren kranken Träumen, dann beginnt das ganze Männervolk zu schimpfen und zu schäumen. Mit der passt auf! Die ist Gefahr, ist hier kein Staat zu machen. Nun hört doch bloß, was die so treibt. Die will uns gar auslachen. Nun ja, das Lachen kitzelt sehr, den Ernst und alle Würde. Ich sitze klein und mickrig hier und trage meine Bürde. Als Supersau, Natur und Hauch, ein Weib an seinen Quellen, verdammt, verlacht und ruiniert. Spürt ihr des Geistes Wellen? Also ich habe inzwischen alle Prozesse gewonnen. Die Polizei hat entschieden, ich wäre eine große Künstlerin, deswegen darf ich auf der Straße stehen. Und es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, die Bürgerin hat das Recht auf gewaltfreie Demonstration. Wer hier nicht zuhören will, geht weiter. Und die Kirche hat entschieden, ich wäre verrückt und deswegen lassen die mich da stehen. Und da stehe ich nur immer so dazwischen und muss nun entscheiden, was bin ich, nur eine große Künstlerin oder bin ich verrückt? Oh, vielleicht beides, ne? Oder auch nichts. Jetzt kommt die nächste Geschichte.
Familie und Kirche als Ideologienstrukturfabrik. Und zwar meine Tochter mit 15 Jahren kommt zu mir und sagt, Mutti, da ist eine neue Revue und da ist so ein Leserbrief. Da hat ein junger Mann geschrieben, meine Freundin erwartet ihren Jugendfreund und sagt, sie würde auch mit ihm schlafen. Und der fragt nun, kann ich das gestatten? Und da sagt dieser Briefkastenonkel Dr. Heimberg, es ist selbstverständlich, dass man eine Frau, die man liebt, mit keinem anderen teilt. Dann habe ich das mal aufgeschrieben. Selbstverständlich ist das klar. Wer ein Haus hat, teilt es nicht. Nicht sein Auto, nicht sein Sparbuch und schon gar nicht seine Frau. Wie ist das mit Männern denn? Männer, die so katern gehen und zu anderen Miezen sehen. Das schadet gar nicht viel, treibt er heimlich dieses Spiel. Heimlich übrigens, mein Dr. Heimberg, hätte das die kleine Freundin sicher auch mal machen können. Doch wenn sie schon drüber spricht, gibt es nur eins, und das heißt nicht. Wir kaputten, wir Idioten, die durch Kirche und Gesang, die durch Sprüche und Verbote nur so torkeln Lebensgang, Hauptsache sich nicht erwischen lassen. Das ist immer schlecht. Vorne eine weiße Weste. Gute Ansicht, die ist recht. Wer nichts hat, hat selber Schuld. Keine Frau kann er nicht ficken. Keine Gelder, nicht zu essen, kann beim Klauen schnell missglücken. Dann kommt der, der gar nichts hat, in den Knast. Da muss er rinnen. Und wer seine Weste einsaut, muss erst in die Hölle rinnen. Selbstverständlich, Dr. Heimberg, die Gebote 1 bis 10 darf man nur nach Kirchendeutung so ein wenig quer umdrehen. Sonst genau muss man sich halten an den Quitsch und an den Quatsch, den die Kerle von den Ämtern uns andrehen als Wahrheitsmatsch. Das ist der Krieg in Jugoslawien zum Beispiel. Da soll ja auch kein Fremder rein. Und da ist eigentlich jede Ehe ist die Grundlage für unsere Kriege. Weil in jede Ehe darf auch keine dritte Person rein. Boah, da geht das mit der Eifersucht los und ich liebe sie so, ich liebe sie so. Aber wehe, sie fasten oder er fasst einen anderen an. Dann bringe ich ihn um, dann bringe ich ihn um, dann bringe ich ihn um. Yes, das Labum. So, ich kann nicht alles hier auf einmal erklären. Das ist jetzt bloß alles Einführung. Das nächste ist also das ungeborene Leben. Da wollte ich mal wissen, warum die Pastoren, diese katholischen Puppen, die selber nicht ficken dürfen, warum die sich so aufregen über das ungeborene Leben. Die haben auch, erstens keine Ahnung, weil sie keine Praxis haben. Und das Irre ist immer, dass ein Gedicht, da erkläre ich mir die Sachen. Na sieh. Die Minister sagen, so es sogar der Papst, die Herren aus höchstem Stand, zu schützen sei das ungeborene Leben, darüber hält man seine Hand. Aber Kriege führen, mit Mord und Verderben die schönen Knaben hinführen, das ist normal und muss eben sein, dem Vaterland sich erküren. Und ich grüble und sinne und will es erfahren, was wollen die Herren wohl sagen, bis ich leise die Antwort selber mir schuf, zu sprechen. Ich will es wagen. Land auf und Land ab. Die ganze Welt, sie hat sich ein Geistheer geschaffen. Sie machen sich wichtig und bilden sich ein, die Chimäre wäre wirklich die Laffen. So gleiten die Körper wirklich zur Welt. Programme bekommen die Sinne. Zum Beispiel die Weiber sind der letzte Dreck für den Mann. Beim Mann erst der Mensch beginne. Weiber sind die dumme Natur, die keiner bedenkt und beschützt. Der Herr schafft seine Sklavenkultur, die ihm dann dient und nützt. Die Funktion der Weiber ist Kinder gebären. Das bestimmt der Mann zu seinem Recht. Und er übersieht und nimmt nicht mehr wahr. Statt Diener zu sein, wird er Knecht. So sind wir alle im Geist ungeboren. Wir taumeln blind durch die Welt. Und der knechtische Mann hat Angst zu erwachen, zu sehen, was er hergestellt. Drum schreit er voll Angst, die Ungeborenen schützt, weil das Erwachen ihm nicht mehr nützt. Sie reiben die Augen, die Ohren, sie hören und der Herr ahnt schon, das würde ihn stören. Ich sitze an der Kirche, ich habe mich befreit. Wann kommt dann wohl meine, die wirkliche Zeit? Allein sein bringt Schmerzen, denn wer beschützt mich? Das geborene Leben, das sucht ein Dich, ein Uns und ein Wir, die Liebe in der Welt, Herrschaft vernichtet, die sich verändernd dem stellt. Ich sitze, wie ich muss, ich zeige mein Sein. Vielleicht führt mein Beispiel Geistgeburten wieder ein. Ja, da habe ich mir so überlegt, die haben nämlich. Die sind alle selber noch nicht geboren und deswegen haben sie Angst, sie werden abgetrieben. Die sind alle verrückt. Ein junger Mann schrieb an mich, er wisse nicht mehr, wie er leben sollte. Mit 18 hatte er eine 16 Jahre ältere Freundin. Da redeten seine Eltern so lange dagegen, bis die Freundin keine Lust mehr hatte. Mit 20 fuhr er Taxe. Eine ältere Dame bot ihm ein Likör an und er meinte, das wäre eine Aufforderung zum Geschlechtsverkehr. Er blieb 8 Stunden dort. Am nächsten Tag kam die Kriminalpolizei und nahm ihn wegen Notzuchtsverbrechen mit. Er saß 10 Monate in Jugendhaft. Als er entlassen wurde, sagte seine Familie, so geht das mit dir aber nicht weiter. Sie besorgten ein 19-jähriges Mädchen.
Mädchen, der bei der ersten Begegnung einen Heiratsantrag machte. Ein Vierteljahr, es war die große Liebe auf den ersten Blick, wirklich. Ein Vierteljahr später waren sie verheiratet. Ein Vierteljahr später kam seine Schwiegermutter und sagte, was fällt Ihnen ein, junger Mann? Meine Tochter das nicht kann. Einmal im Monat muss das sein, das sieht man ein. Ordnung muss sein, rein. Und dann ist wieder Schluss. Man gewöhnt sich an dieses Muss. Und Ordnung muss schließlich, das sieht man ein, überall sein. 20 Mal die Woche, jeden Tag, wer das wohl macht? Eine anständige Frau kennt ihre Pflicht. Einmal im Monat und mehr braucht sie nicht, wenn sie das nicht will. Man kann sie nicht zwingen. Da gibt es kein Reden, da gibt es kein Ringen. Eheliche Pflicht muss sein, das sieht man auch ein, aber mehr nicht. Wer will ihr sagen, es muss mehr sein? Nein, ihre Pflicht bestimmt sie. Und sonst nie. Und dann ist die Ehe geschieden worden, weil der Richter gesagt hat, na hören Sie mal, die junge Frau ist ja total überfordert, dreimal Kirche. Und sagt er, wie soll ich leben? Ja, es ist furchtbar. Und dieses Gedicht, das ist eigentlich ein schreckliches Gedicht. Und das ist die Geschichte eines Mannes, den ich kannte, und der fand das Gedicht wunderbar. Aber das ist die Wahrheit. Ich fick nur in Fassaden rein, Geist ist mir Schnurz und Piepe. Ich bin der richtige Spieß, aber riskiere gerne Lippe. Denn ich bin so potent, ich bin so potent. Beim Streicheln gleich eine Erektion beweist die starke Position. Denn ich bin so potent, ich bin so potent. Mein Kopf ist nur ein Schmierenloch, gefüllt mit geilen Bildern. Und da hinein muss dieses Weib sich ganz genau beschildern. Denn ich bin so potent, ich bin so potent. Fassade angestrichen, Mut, die Kleider nach Fasonen. Man muss von außen sofort sehen, das Ficken wird sich lohnen. Denn ich bin so potent, ich bin so potent. Die Schnauze muss die Puppe halten, denn ihren Kram will ich nicht hören. Sie ist ein Stück, das ich bezahle, denn ich verlange nur meinen Turn. Denn ich bin so potent, ich bin so potent. Ich dachte, der ärgert sich über das Gedicht. Nee, der fand das gut. Das ist schrecklich. So, und das ist das Letzte aus dieser Serie, Männer anrichten. Das habe ich geschrieben als Herr Dr. Vogel von der SPD hier Bürgermeister war. Wann vögelt der Vogel, das wäre sein Recht. Die Natur ist doch Herr wohl und niemals ihr Knecht. Politisch die Farce von Ökonomie nur und Geld und die Vögel bescheißen und das nennt man Held. Natur ist die Wahrheit und das ist Moral. Doch die Nonfacker spüren und sehen das nicht mal. Sie schaufeln die Gelder und verdrecken das Land, bis keiner der Vögel gesunde Luft mehr anfand. Nun gut, liebe Papis, in Kirche und Heer, dann vögelt mit Granaten und liebet nicht mehr. Und die Emanzipation füllt die Köpfe mit Schmu und das Vögeln bleibt krankhaft und nennt sich Tabu. Ich bin eure Stimme, das Weib in der Nacht. Ich habe euch Wissen und Liebe gemacht. Ich beschwöre euch alle, die Liebe tut Not. Und tut ihr das nicht, dann sterbt ihr euch doch. Das kann man noch singen. Ja, ich kann singen. Ich bin eine große Sängerin auch noch. Aber ich habe keine Lust zu singen. Das ist alles so furchtbar. Das muss versingen. So, jetzt kommt eins, das heißt, entrüstet euch, denn das ist Politik. Habe ich gerade gelesen, Martin Luther King hat gesagt, wir müssen nicht nur die Taten der Schlechten beurteilen, sondern vor allen Dingen das Schweigen der sogenannten Guten. Und dass ich auf der Straße stehe und schreie, ficken des Frieden und wer nimmt die Sexualen und der Herrenmaxen, das ist eigentlich eine politische Tat, weil ich den Mund aufreiße. Und dies ist eben ein politisches Gedicht. Die Politik, das ist der Markt. Und rundherum die Häuser. Das sind Probleme, ich und du, mal Blitzschlag und mal Mäuser. Also Politik ist eigentlich, die Polis soll in Ordnung sein, die Gemeinschaft. Es sind Probleme der Natur, Frauen, Kinder, Mann, die Erde und das Himmelsspiel, was jeder will und kann. Ein Reigentanz von Stirb und Werde, von Wachsen, Lernen, Wissen. Mal ist es Zuwendung und Ruhe und mal ein täglich Müssen. Die SPD, pfui, welch ein Schmarren, eine ältliche Herrenriege, die meint, nur tüchtig ist ein Mann, der beweisen kann die Siege. Die Frau mit ihrem kranken Kind, Mongoloid, kriegt 100 Mark, dafür kann sie in Pflicht und Frohn noch nicht mal zahlen den Sarg. Entrüstet euch, was für ein Menschenbild. Die Liebe hat in diesem Staat nur Abschussbasen, wie es wild.
Die Punkis dort am Kotti-Tor, so bunt bemalt verlacht, die hat die Polizeigewalt mit Macht bald rausgejagt. Doch unsere Herren mit Spesenscheck und ihren dicken Wagen, die dürfen weiter den Profit und Menschen hetzen, jagen. Entrüstet euch und kämpft für Wärme und Liebe, denn sonst die Natur, die rächt sich bald, verkümmern alle Triebe. Neutronenscheiß und Luftgestank, Zement und die Maschinen und Menschen, ha, die stören nur, vergasen und verminen. Entrüstet euch, es ist der letzte Funk, die Liebe ist der Sternengesang und Machtgeschrei nur Stunk. So, jetzt noch ein politisches Gedicht. Und dann kommt noch ein politisches Gedicht. Und zwar, ich lebte von 1978 bis 1983 in Kreuzberg. Es war die Zeit der Hausbesetzungen. Ich erlebte eine Demonstration der Hausbesetzer. Und die waren da vorm Rathaus. Und da war rundherum die Bannmeile. Das war also so gesperrt. Und die Polizei stand da rum. Und ich bin in die Bannmeile reingegangen. Und es war sehr makaber, weil ich plötzlich meine Bluse hochgezogen habe und meine Brüste gezeigt habe. Also jedenfalls habe ich das dann mal aufgeschrieben. Der Mann beherrscht das Feld und Helme auf und Schilder her, die ganze grüne Polizistenwehr, die wird geil aufgestellt. Das Rathaus imposant am Platz und Mann für Mann mit Killermund. Ich such drum, wo ist der Hund, so straff und fit zur Hatz. Das ist die Welt der Vätermacht, die Norm gibt, die dem Leben soll Inhalt allen geben. Hat einer mal gelacht? Und nun trat in den Zirkusrund eine alte Frau. Halli, hallo! Sie tanzte und sie sang so froh mit ihrem schönen Mund. Die Liebe ist der Weltenlust. Sie freut ein jedes Herze und wärmt und weint im Schmerze. Ich zeig euch meine Brust. Und plötzlich Polizistenmacht, die Zuschauer, ob Frau, ob Mann, die sahen das Weib erschrocken an. Und jetzt wird hell gelacht. Die neue Welt, die wird befraut. Einem jeden wird gegeben sein ureigenes Leben. So, dass sich jeder traut, zu sein, so wie er ist. Der eine tüftelt gern und baut, der andere zupft im Garten Kraut, doch nachts der Liebe frisst. Wenn der Körper sich zu Äther schwingt, der Traum von Ferne tanzt im Hirn, dann neigt sich sachte Herz und Stirn und lauscht, wie das Ficken klingt. Ich bin die politischste Frau, die ich kenne. Und jetzt kommt noch ein merkwürdig auch politisches Gedicht, obgleich die Leute denken, die spinnt. Das ist doch nicht politisch. Also da war im RIAS eine Sendung, wir helfen Ihnen, fragen Sie. Und da sagt der Arzt, Frauen über 40, die werden leicht labil. Und da habe ich das mal aufgeschrieben. Arzt, Frauen über 40, die werden leicht labil. Und dieser liebe Doktor macht freundlich und stabil, sonst werden wir agil. Und die Frauen, wenn sie sind agil, sie werden vielleicht stabil und sind nicht mehr labil. Denn stabile Frauen, die versauen diesen Männern ihr System. Drum der Doktor gibt den Frauen Pillen, um sie zu versauen. Das ist sehr bequem. Frauen, Mensch, ihr dummen Säue, hinterschaut die fiese Schleue dieser Herren vom System. Ihr seid Zerrbild dieses Staates, was labiles, desolates. Dumm und so bequem, diese Locken, diese Taschen, diese Blumen, dieses Naschen, diese Hüte, dieses Fressen und die Kerzen nicht vergessen. Ach, so kitschig und labil, so senil und nicht agil und stabil. Diese irren Kaufeläden zu verdecken und so Schäden, denn so reine Menschlichkeit, davon sind wir ganz befreit. Nur Maschinen mit den Pillen, um die Unruhe zu stillen und stabil der ganze Quatsch, Herrenwillkür, Menschenmatsch. Frauen, fangt doch an zu schreien und beginnt euch zu befreien. Ruft ihr kleinen, weichen Mädchen, Papa, Mama in die Städtchen. Tanzet endlich ringelrein, nehmt die Kinder mit hinein, horcht und lauscht, was diese sagen und beginnt euch zu befragen, was ihr wollt und eure Kinder. Sonne, Blumen, Luft gesünder, spielen, wachsen werden, Menschen hier auf Erden. Und den Kriegern, den Stabilen, werden wir den Arsch agilen, draufgehauen und gekitzelt, ihre Würde hart verwitzelt. Die Kanonen, diese Jeeper, diese harten Geldverpieper, diese Erde zu vergasen, gelbe Flecken schon im Rasen und Zement und blöde Spiele zu vernebeln, die Gefühle. Ich bin hier ein Terrorist, weil mir alles Schnuppe ist. Erst will ich meinen Körper spüren, Mann und Frau sich froh verführen, wieder echt ins Leben rein, dass wir echte Menschen sein. Schluss. Frauen über 40, die werden leicht labil und unser Onkel Doktor macht freundlich und stabil. Arsch geleckt und Hand geküsst, weil das hier so üblich ist. Arsch getreten und gelacht, weil das alle munter macht. Ja, ich bin eine merkwürdige Dichterin. Ich sage mal, ich bin die Coolste, aber wer weiß. Kommt nicht drauf an, vielleicht die zweite. Also das war jetzt der Teil, wo ich gesagt habe, Männeransichten.
Und jetzt kommen zwei Gedichte. Klage einer Frau. Ich bin schon erfroren. Du hast die Liebe berufen, das Leben, Natur, du weißt mich. Du hast die Sehnsucht vergossen, das Hoffen, das Gestalten dich. Du bist hier bei mir eingetreten, du hast leise Hallo gesagt. Wir lagen im Raum nebenan, fickten und haben uns verletzlich eingebracht. Dein Leben im Wirbel, das Hin und das Her und meines hier mit so viel Besinnen. Das Chaos wühlt und frisst und verwirrt und die Stunden, die Tage rinnen. Ein Blitz, ein Einschlag, ein Wissen genau, die, das, dieses Fühlen ist richtig. Doch dann legt sich wie Kleister und Nebel das Gelernte über das Wichtig. Ich brauche nicht zu lernen, ruft dein Kind aufgebracht. Du Mutter, du Hexe, du Sau, wenn ich dich früher gebettet habe, wo gab es da Mann und Frau? Mein Leben geworfen in diese Wüsten, das muss ich mir selber gestalten. Haut ab, ihr Gefühle, ihr Körper fließen. Ich muss berechnen und mich und alles verwalten. Keine Bewegung, kein falscher Schritt. Die Hyänen, die stehen schon am Rande. Und wanke ich und falle ins Loch, sie zerreißen mich, diese zementierte Bande. Geh, geh und hau ab. Kein Spiel, kein Leichtsein und Freuen. Meine Wege sind genau überschaubar und ich will nicht wanken und scheuen. Tschüss, tschüss, 14 Tage mit Frühling, Sommer und Herbst. Die Zeit, was ist Zeit? Der Winter steht vor der Tür. Ja, ja, es geht mir nichts an. Ich muss mich selbst retten. Steh draußen, mach, was du willst, erfrier. Ich bin schon erfroren. Was nützt denn mein Leben? Ich kann niemand wärmen, kann nichts geben, nur nehmen, was ich kriege. Verrecken oder Siege. Ich bin ein großes, dunkles Loch, das brennt und kann von meinem Brennen keinem sagen. Sie haben nur ihr eigenes Konzept im Kopf und schließen ihre Ohren für mein Klagen. Ich bin das Loch, das offen ist und die Gefühle fließen, See und Strom und Bach. Das ist Natur, die haben sie vergessen, sie hören nur den Weltsirenen nach. Sie kennen die Idole in den Sälen, sie kennen die Garderoben im Geschäft, sie kennen all die 100.000 Sprüche, die die Gesellschaft täglich in die Ohren kläfft. Doch die Gefühle sind ganz fest verschlossen. Sie drängen nur als dunkle, schwere Not. Sie holen sie sich nicht ans Licht und kauen sich lieber an der Stummheit tot. Sie fressen voll sich mit Tabletten. Sie saufen und sie gehen nachts zum Tanz. Die Spannung sitzt in ihren Nerven. Sie sitzt im Herz, im Loch, im Schwanz. Denn einer setzte ihnen, als sie kleine Kinder, ein festes Ritual in ihr Gehirn. Und so sind sie nur am Gequatsche um einen Klug wäre ihre eigene Stirn. Ich bin ein kleines Mädchen vor den Toren, Sterntalerkind, und gebe mich ganz aus. Da lachen sie, ich wäre lästig und verdorben, und sie verschließen fest ihr wohlgefügtes Haus. Ich bin Natur. Die Sonne und der Regen, das Wachsen all der Blumen und der Früchte. Ich bin die Frau, die warm und schwingend fühlt und weiß um diesen Unterbau und seine Süchte. Ich bin ein großes, dunkles Loch, das brennt und kann von meinem Feuer keinem sagen. Sie haben nur ihr eigenes Konzept im Kopf und schließen ihre Ohren für mein Klagen. Hübsch, wenn man so Literatur hört, ne? Das ist immer nett, so Gedichte. Ja, hat einer zu mir gesagt, er liebt meine Literatur. Das ist eigentlich, wow, Mann, das ist doch das Leben. So, jetzt kommt der Absatz, wo ich sage, wie kommen wir da raus? Und zwar, die Frauen haben 6000 Jahre keine Stimme gehabt im Patriarchat. Und jetzt haben sie nur Stimme, soweit sie sich anpassen an das, was der Mann vorgegeben hat. Das nennt man Emanzipation, werden wie Männer. Und was eine Frau ist, wissen wir nicht. Und da habe ich jetzt ein paar Gedichte rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich das alles vermitteln kann, was ich vermitteln müsste. Sonst müssen die Leute fragen. Also dieses ist ein ganz altes Gedicht, das habe ich schon mal so 72 geschrieben. Und zwar, da waren so die 68er, die wollten nur die neue Welt. Und da habe ich das mal alles aufgeschrieben. Die neue Welt, ich sehe sie nicht. Die spinnen alle rum. Sie sind wie kleine Kinderlein und sind genauso dumm. Wer hat, der hat. Wie eh und je, da gibt es gar nichts Neues. Der Mensch hat eben all der Daus, Organe für was Treues. Denn treu sein, das ist so bequem. Da weiß man, was man hat. Die alte Köchin macht bestimmt den richtigen Salat. Doch wechselst du so hin und her, dann wirst du schnell erfahren, die eine liebt Salat mit Milch, die andere will nur klaren. Und hast du eine Köchin gar zur eigenen Ehefrau, die dir so alles rechtens macht, dann bist du wahrlich schlau. Du hältst das Goldstück nur für dich und schließt in dein Haus. Besitz es fest, gehört nur dir und du rückst ihn nicht raus. Vielleicht ist dieses Ehestück auch noch im Bett 1a, wie Kind
zählst du denn dazu? Sag selbst. Zu teilen, die Mama. Der Bettschatz ist geheimer Tipp. Besitz in purem Gold. Und weh, es kommt ein Räubermann, der dir die Teure holt. Sie scheuert, wischt, sie kindergroß, macht Gartenwäsche reine. Und auch im Bett ein super Ding. Die hältst du dir alleine. Vom reichen Mann, da forderst du, er soll die Gelder dritteln. Doch dein Besitz, sag es nur selbst, da darf man nicht dran rütteln. Wenn jeder doch bei sich beginnt, Besitz auch mal zu teilen, dann könnten wir vielleicht die Welt von vielen Ängsten heilen. Und es war einfach so eine erlebte Geschichte. Da habe ich mit einem Mann, 1,5 Jahren, mich von Zeit zu Zeit getroffen. Und nach 1,5 Jahren hat er zu mir gesagt, du große, schöne Frau, du. Und da habe ich den ersten riesen vaginalen Orgasmus meines Lebens gehabt. Und dann hat er nichts mehr von sich hören lassen. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ach ja, ich will gerade auf Reisen gehen und so, ich rufe demnächst wieder an. Dann habe ich nochmal angerufen und sagte, ja, er hätte also jetzt Irene und er stände immer auf eine Zweierbeziehung. Und das müsste jetzt mit uns vorbei sein. Und dann sage ich, pass mal auf, es wäre so wichtig, dass ich noch 3-4 Mal Orgasmuserfahrung hätte. Und das würde ja Irene gar nicht wegnehmen, sondern wenn du von Zeit zu Zeit kommst und es mir gut machst, das würde ja auch auf Irene zurückstrahlen. Und dann hat er mich nachher in der Weihnachtszeit mal angerufen. Ich sage, wo ist Irene? Sagte, Irene ist in Amsterdam. Ich sage, du, ich habe keine Lust, Heimlichkeiten. Wir müssen lernen zu sprechen über unsere Sachen. Nicht heimlich so mal so Ehemann, mal gucken, so kommen wir wieder über alt. Und solche Sachen habe ich dann nachher nicht mehr mitgespielt. Und ich habe von jedem Mann gelernt. Als ich nur meinen einen Ehemann hatte, da dachte ich, jetzt ist dieser Schniebel, das wär's. Habe ich jetzt mal gesehen, was für ein Betrug so eine Zweierkiste ist. Und so weiter und so fort. Dieses Gedicht heißt, ich bin doch keine Grabbelkiste. Also meine Freundin sagt, ich bin doch keine Grabbelkiste, Brabbelkiste, Sabbelkiste. Ich bin doch hier kein Fummelladen, Bummelladen, Schummelladen. Ich bin nicht da Schuppen für Puppen in Gruppen zum dümmlichen Genießen, reinschießen, aufspießen. Ich bin doch kein Gesellschaftsspiel mit Stumpf und Stiel und Hazardspiel. Kein russisches Roulette mit dem und dem im Bett. Vielleicht ist auch mal nett, Quartett und fett wie ekelhaft. Was sich die Männer denken, das Mäuschen zum Verschenken, das Weibchen zum Behumsen und Bumsen und Rürzen, die Langeweile mal vertrieben und eine dufte Nummer schieben, das nennt man dann wohl Ehe lieben und hin und her und gier und dumm und manchmal prügel so dumm, dumm, bum, bum, oh, weh, der Christenabendland, nur Sünd und Schand und Beutekrieg und großer Sieg und Grafsch und Klau, die Bäume tot, die Fische tot, der Boden tot, die Liebe tot, oh, große Not, die Erde ist keine Grabbelkiste, die Erde ist der Menschenhaus und ihm Geburt gegeben, er soll sie pflegen, gartengleich, dann wird sie lange leben, der Mensch, er sollte Meister sein, doch war er meist voll Bubenhass, ich bitte sehr, hört damit auf, vergiftet ist der Erdenspaß. Der Mann ist tot, die Frau ist tot, das Kind ist tot, die große Not bedroht, verroht aus ihrem Lot. Es steige auf der Frauenmacht, sodass ein jedes wieder lacht und Ordnung macht und Liebe wacht und nicht nur grabbeln und verrecken. Die Vögel nisten in den Hecken, wir zärtlich unsere Kinder lecken und Häuser, Kleidung, Nahrung schaffen und Gruppen sich zusammenschlafen. Lieben, ficken, leben. Komm. Ja. Yay, das habe ich alles immer geschrieben und es nützt gar nichts. Das mache ich nur zu meiner Entlastung, dass ich nicht verrückt werde. Also dieses hier, das habe ich mal kürzlich auch anwenden können. Da hat mir eine Freundin erzählt, ihre 15-jährige Tochter, die interessiert sich jetzt so für Tarot und Horoskope, also Astrologie. Und sagt, das haben wir doch früher nicht gemacht. Und da sage ich, na, jede Zeit hat eben ihre Aufgaben. Also die 68er, die haben damals Kinderläden eingerichtet und versucht, also ein klein bisschen offener miteinander umzugehen. Und jetzt diese Generation, 20 Jahre später, die hat nun zum Beispiel lässt sich mit Esoterik ein. Und da habe ich mal dieses Gedicht geschrieben, Gurdjieff, aber da habe ich keine Lust, das jetzt lange länger zu erzählen, aber von dem habe ich viel gelernt. Und da gibt es ein Buch, das heißt Auf der Suche nach dem Wunderbaren von einem Schüler von Gurdjieff. Und da stand, es gäbe in jeder Lebenszeit nur ein bestimmtes Quantum Wissen und nur wenige Menschen geben sich die Mühe, es zu erarbeiten. Der liebe Gott legt alle 100 Jahre einen Ballen Wissenstoff aus. Der liegt in der Eingangshalle im großen Erdenhaus. Die Leute eilen alle vorüber. Ihre Augen sind zeitgeistig gepeilt. Ihre Körper gehen wie Maschinen, als wären sie angeseilt. Sie laufen in große Kaufhäuser. Sie besuchen die Ausstellungen Mode. Sie lieben, was alle lieben. Aber in Wirklichkeit sind sie nur
tut. Sie sind ein gefundenes Fressen für die Herrschenden an der Macht. Sie sind genau berechenbar und spüren nicht, wie man über sie lacht. Ich wachte als kleines Mädchen ganz unversehens auf. Ich wollte das Falsche nicht lieben, doch von alleine kam ich nicht drauf. Ich machte alles so wie alle, doch etwas in mir lauerte und blieb wach und horchte und las und spürte und dachte immer sehr viel nach. Ich schnitt noch versunkenen Träumen wir vom Wissensballen Stücke Stoff ab. Ich fraß sie und kaute und verdaute und blieb in Bewegung und Trab. Ficken heißt Reibung, Bewegung. Es bedeutet, entscheide dich zwischen Ja und Nein. Und ich drängte und eilte und suchte und bekam den Gott in mir endlich ein. Gott, Sonne ist Wärme und Leben. Es ist Frau sein und Mann. Es ist eine lange Geschichte. Hey, holt es euch vom Ballen. Fangt an. Dies ist auch ein ganz schönes Gedicht, weil ich ja sage, Frage, wie kommen wir da raus? Die Frau ist das Haus, die Frau ist der Raum. Und der Mann mit seinem Glied ist eigentlich nur die Fackel, der die Frau anzündet. Wir haben gar keine Bilder von Männern und Frauen oder von Aufgaben, die wir auf der Erde haben. Die Frau das Haus, der Mann der Brand, sie sind sich beide unbekannt. Hineingeworfen seine Glut, das Weib heult auf, wird's Liebe oder wird es Wut? Das große Haus, das kleine Haus, so tritt bloß schnell die Brände aus. Das Feuer züngelt, große Not, es brennt euch nieder, rot und tot. Mir schenkte einer warmes Licht, geschützt, gehütet, es störte nicht. Es wärmte leise Jahr um Jahr, behütete die Kinderschar und gab auch mir für mein Betrachten die Helle, um des Wegs zu achten. Bis in der Fremde, plötzlich wild, ein Götterbote trat ins Bild und warf in meiner Lavaschoß Munitionen, Ausbruch riesengroß. Das ganze Haus in Flammen brannt, entsetzt bin ich davon gerannt und ich lief hier und hetzte dort. Ich suchte einen Flammenort für meine riesengroße Glut, doch niemand fand in der Welt den Mut, dies Flammenmeer erneut zu fassen. Sie hatten Angst, sie mussten hassen, das eine traut sich, Feuerbrand zu streuen über Stadt und Land und ruft und schreit, oh, seht ihr nicht, wie Kälte euer Herz zerbricht. Wir brauchen Feuer, Wärme, Glut, das uns entzündet, tut uns gut. Und Feuer brennt von Haus zu Haus, geschützt, bringt endlich Kälte raus. Und hier ein Feuer, starke Glut, oh, Fremder, komm, es tut uns gut. Ein jeder gibt zum Flammenschein ein wenig Nahrung, Scheite rein. Hier klingt ein Lied, dort scheint ein Bild, Musik und Farben, wild und mild. Ein jeder hütet seine Glut, die Frau, der Mann, es tut sich gut. Sie, der ist der Ofen, Rohr und Herd, der Mann die Glut, die sie begehrt. Er schüttet in das Ofenfass sein Material in das Glas und sie erglüht und raucht und brennt, bis endlich er und sie verschränkt, zu zweinen eins sind stark verglüht und Lieben endlich Menschheit zieht und nicht mehr kühles Rechnen denken, zwei Kaufleute sich Ware schenken. Nein, Energie der Liebe macht, die Erde neu durchfühlt gedacht. Zuerst das Weib mit ihrem Kind, dem Mann und Frau zu Diensten sind. Zuerst das Fühlen, dann das Merken, schafft Menschenwelt in neuen Stärken. Ich liebe dich, ich brauche dich und nicht verbrennen, vernichten sich. Die Frau das Haus, der Mann der Brand, so haben beide sich erkannt. Ja, was macht ihr mit mir? Ihr wisst das ja auch schon. Aber mehr wollt ihr auch nicht denken, ne? Dies ist also auch ein ganz altes Gedicht, aber es ist auch noch ganz aktuell. Da habe ich mir über die Frauen Gedanken gemacht. Die Welt, sie säuselt, Linde, sie säuselt Tag und Nacht, weil unsere liebe Linde das Muttchen treulich wacht. Das Muttchen steht am Herde, sie putzt die Böden blank. Davon kann jeder essen, den Linden sei stets Dank. Sie regen ihre Hände bei Tag und auch bei Nacht und immer steht das Muttchen für seine Kinder wach. Und will das liebe Bübchen mal nicht so, wie sie denkt, dann bekommt er von der Linde den Arschfrauen geschenkt und macht die kleine Tochter ein Fleckchen auf das Kleid, dann schreit er, wo ist die Linde, pass auf, du blödes Weib. Ihr Mann hat zu parieren, sie kocht mit Pünktlichkeit und hat er das vergessen, dann macht das Muttchen Streit. Das Aufziehen ist ihr Leben, die Menschen und die Uhren, dass sie genau nach Regeln und Ritualen spuren. Unsere Herren Linden!
Die Kronen der Nationen, die lähmen jede Regung und bilden ein Symptom. Jetzt kommt die Auflösung. Das Leben will Bewegung. Das Leben, das braucht Tun, auch mal in neuer Richtung und nicht dies blinde Ruhen. Wir könnten laufen lassen und sollten dann mal sehen. In herzlicher Bewegung wird unsere Linde schön. Durch Vielfalt und durch Üben lässt sie den rüden Ton. Und endlich sind die Linden des Volkes Mikrofon. Mal sind sie eine Mutter und mal ein kleines Kind. Sie wechseln die Gestalten. Und werden wirklich lebt. Ach, und dieses, ich habe öfter mal so Kinderlieder benutzt und dann merke ich immer, dass das die Leute unheimlich erreicht, weil sie dann plötzlich so wieder in ihre Kindheit eintauchen und können mich eigentlich ganz gut annehmen. Und dies hier ist Hasschen in der Gruppe, nicht Häschen, sondern Hasschen. Hasschen in der Grube hockt und schläft, hockt und schläft. Armes Hasschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Hasschen hüpf, Hasschen hüpf, Hasschen hüpf. Hasschen, lass dein Trotzen, das bringt dir gar nichts ein, das bringt dir gar nichts ein. Beginn doch mal zu weinen und fühle dich ganz klein. Beginn doch mal zu weinen und fühle dich ganz klein. Das Weinen löst die Krämpfe und bringt dich in den Schmerz und bringt dich in den Schmerz. Und hinter Hass und Ekel Trotz spürst du mit mal dein Herz. Und hinter Hass und Ekel Trotz spürst du mit mal dein Herz. Herzchen, Häschen, hoppel, hoppel, nun spring im grünen Gras, nun spring im grünen Gras. Und in der Kuhle bedeckt mit Erde verfolgt dein blöder Hass. Und in der Kuhle bedeckt mit Erde verfolgt dein blöder Hass. Und aus einem kranken Hasschen, da wird dein Osterhass, da wird dein Osterhass, der hoppelt Lust und Eier bringt und macht den Kindern Spaß. Der hoppelt Lust und Eier bringt und macht den Kindern Spaß. Süß, ne? So, dann habe ich noch mein Hauptgedicht zum Abschluss dieser Wie kommen wir da raus? Weil die Leute sich unentwegt über das Wort Ficken aufregen. Also wirklich, ich könnte Romane darüber schreiben. Dabei musste ich das Wort selber üben, weil und dann habe ich überlegt, das sind 6 Buchstaben. Und es gibt keine guten und schlechten Wörter, es gibt bloß genaue Bezeichnungen. Und dann sagten die Leute, ficken wir so ein hartes Wort. Und dann habe ich mir alle Reimwörter gesucht. Entzücken, beglücken und stricken. Und dann habe ich gesagt, vergasen ist ein ganz weiches Wort. Also das, daran kann es auch nicht liegen. Und dann habe ich mal dieses Gedicht geschrieben. Haben wir noch Zeit? Ja. Stricken. Sage nicht das Wort. Pfui. Es ist so hart und ekelhaft, es mir Unbehagen schafft. Meine Mutter wollte mich immer dazu schicken, stricken. Pfui, sage nicht das Wort. Es ekelt mich und gruselhaft, es mir nur Unbehagen schafft. Mama zwang mich und tat mich anblicken und freundlich zunicken, stricken. Sage nicht das harte Wort, es löscht mir alle Freude fort. Meine Oma voll Entzücken wollte mich mit Bonbons schicken, stricken. Und am Fernsehen und beim Reden, all die Finger immer regen, bringt Segen und Beglücken, stricken. Meinen kleinen Bruder schickten sie raufen, zu den wilden Jungenhaufen, verdreschen, boxen, schlagen. Wer wird was anderes wagen? Stricken? Kleine Jungs tun das nicht, die sitzen nicht in Stuben. Die müssen draußen kräftig sein, dann sind sie rechte Buben. Nicht stricken, nicht beglücken, nur nicken und blicken mit den Augen. Aber die Hände dürfen nichts von alleine. Buben schlagen, Mädchen stricken, in Klammern, aber nicht ficken, zusammen Spaß haben. Sprechen, spielen und berühren und die Leiber freundlich fühlen. Zueinander ich und du. Klammer zu. Mama schreit, die dumme Kuh. Du gehst raus und du gehst schricken und nicht ficken. Danke. Ich habe inzwischen die Genitale Universität Lehre und Forschung und da habe ich auch noch ein paar gute Sachen. Und das eine heißt eben der Fickplan. Der Fickplan, der Flickplan, der nebeneinander Ruheplan, der Fickelplan, der Fackelplan, der nebeneinander Ruckelplan, der Nuckelplan, der Rammelplan, der nebeneinander Sammelplan, der Fühleplan, der Liebesplan, der endlich sich selber erspüren kann, der Dich-Mich-Plan, der Uns-Wir-Plan, der Spiele-Bewegung-Topsaster-Plan, der Gruppenplan, der Einzelplan, der ob ich mit mir und mit dir gut kann, der Werdeplan, der Wachseplan, der Lebens- und Liebes- und Gartenplan und hier eine Pflanze und dort das Getanze, die Musik, der Wind und das Körpergemanze und hier wächst eine Frau und dort wächst ein Mann und das Ganze eine lustige Sache sein kann, eine Sache mit Menschen, eine Sache mit Fühlen, mit Essen und Trinken und das Tun und das Spielen. Ich bin
Das vierte Programm. Das habe ich geschrieben, als im Fernsehen noch nicht so viele Programme waren. Jetzt ist das ja schon bald wieder witzig, ne? Wer geht da schon ran? Das erste, das zweite, das dritte, mehr fasst der menschliche. Ich bitte, wie sollte da noch ein viertes in den Kanal? Andermal, andermal. Ich bin das vierte Programm. Der Krimi, die Tagesschau und die Schlagerparade. Die fremden Länder, die Sporte vom Tage. Nur noch live ein Programm vom Du. Wie komme ich dazu? Lass mich in Ruhe. Ich bin das vierte Programm. Hör zu. Fremde Geschichten hast du zu oft gehört. Man hat dich berieselt, man hat dich betört. Nun stell doch endlich die Apparate aus und krieche nicht rein in dein eigenes Haus und empfange mal mich und ich besuche dich. Du meinst, es gibt kein gutes Programm?